Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei Fußball Manager 13 und ja, ich habe beim letzten Mal so ein bisschen was oder habe jetzt so ein bisschen was verändert an den ganzen Trainingsplänen. Jetzt geht es mittlerweile nicht mehr um Taktik, sondern so ein bisschen um die ganzen individuellen Fähigkeiten. Da stelle ich jetzt langsam um und das rechtzeitig zum Liga-Auftakt. Wir haben das erste Spiel der Liga hier vor der Haustür. Beim letzten Mal haben wir ja im DFB-Pokal schon ein bisschen was gerissen. Und oh, jetzt geht's hier auf die in die Auf- und Abwertungsrunde. Ich hoffe mal, dass wir da Plus machen und nicht Miese. Wenn wir mal hier ganz schnell nach oben machen. Georg Petermann, der Einzige, der hier ein bisschen Plus macht, ist ein Jugendspieler und somit nicht wirklich wichtig. Ist aber meistens so am Anfang, dass wir da nicht großartig was machen. Erst zur Winterpause hin bringt das so wirklich was. So, medizinische Abteilung wurde verbessert. Jetzt können wir mal gucken, was wir dann sonst noch so Schönes haben. Wir geben ja momentan ganz gut Geld aus in die Richtung, aber ist ja auch ganz gut so. So, Schulungszentrum, Heimvorteil, Auswärtsnachteil, kleiner, weniger Sprachprobleme. Ja, das nehmen wir mal mit. Heimvorteile und so weiter sind immer sehr wichtig eigentlich. So, Pokalprämie haben wir noch mitgenommen. 238.000 ist schon mal eine Menge. Und da bin ich ge gespannt hier gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist ja nicht so ein einfaches Los, ne? Wenn man so sieht vom Kader her, ich glaube, die sind oder haben mit einem der teuersten Kader überhaupt in der Bundesliga. So, da müssen wir natürlich hier erstmal wieder unsere Stammspieler hier draufbringen. Auch wenn die vielleicht nicht ganz so frisch sind, aber ich werde hier nicht nur die Leute mit 100 Frische spielen lassen, sondern versuche natürlich hauptsächlich die Leute spielen zu lassen, die auch wirklich gut drauf sind. Der Ritter, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so von der Fitness her und so weiter. Der Bohnen wird hoffentlich auch noch fit bis zum Spiel. Und die beiden haben, glaube ich, oh, Quatsch. Die beiden haben, glaube ich, die Position hier getauscht. Geht nicht. Ist also egal, wo die spielen, ja? Ob links oder rechts. Ja, ich glaube, sowas, oder? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und wir gucken jetzt hier einfach mal, dass wir die stärksten Leute da mitnehmen. Der ist hier nicht wirklich stark. Jermaine Player. Ich habe es auch versucht so zu machen, dass wirklich die Leute von uns auch am stärksten sind, aber es ist nicht unbedingt möglich, das so selber zu deichseln, sondern da muss ich mich natürlich auch danach richten, was mir hier der Computer vorgibt. Und das ist nicht immer dasselbe. So, unser zweiter Torwart, der ist natürlich hier erstmal so ein bisschen aufgeschmissen, dadurch, dass wir ihn hier so gut wie nie einsetzen. Wir müssen den irgendwann mal in so einem unwichtigen Spiel, und da fragt sich, was ist ein unwichtiges Spiel, müssen wir den mal spielen lassen. So, Jorre setzen wir mal drauf für Rottenbach hier, beziehungsweise unseren Diego. Und ansonsten gucken wir mal, was wir draußen noch haben. Den Probst haben wir noch für den Hannes Lechner, der hat ja den Ball beim letzten Mal durchgelassen. Oh, Giro Martin, der hat hier gleich mal 3 Punkte verloren. Der war bei 71 zwischenzeitlich, das weiß ich noch. Und jetzt ist er hier ganz schön abgesackt. Rechter Verteidiger. Wen nehmen wir da noch groß mit? Kenzo mal draußen lassen. Dadurch, dass wir hier schon einen Stürmer dabei haben, brauchen wir nicht unbedingt so viele. So, Jualda auf rechts würde ich mal ersetzen wollen. Und ansonsten, wobei Jualda ist noch ein bisschen frischer. Aber ob sich das jetzt so extrem auswirkt, wir nehmen den ja trotzdem mit, den Jualda. Müssen wir mal gucken. Ole Rottenbach, also hier ist die Fitness einigermaßen drin. Liam Bohnen muss noch ein bisschen zulegen, aber das ist ja noch möglich in den paar Tagen, die wir jetzt haben. Und ansonsten werden wir mal versuchen, die Hauptmannschaft hier so ein bisschen aufzupäppeln. Da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was gehen, was die Stärke angeht. Ist jetzt nicht die endgültige Stärke hier. Ich sollte mal bei Team-Dings reingehen. Team-Dynamik, da kommen wir, glaube ich, ein bisschen schneller voran. Wo sind die denn? Ah, warum die mir die nicht so vernünftig hier aufführen können, ist die Frage. Ich würde ja ganz gerne unsere Stammspieler natürlich hier auch loben. Der Rest hat nicht wirklich Sinn. Was bringt mir das, wenn ich irgendein Spieler auf der Bank hier lobe? Machen wir mal, du musst stärker werden. Das ist eigentlich immer was relativ Positives. Dann Kenzo nehmen wir mal auch mal mit. Machen wir auch mal, du musst körperlich stärker werden. Naiko nehmen wir mit. Geht nicht.
Nehmen wir hier Diego mit. Geht das? Ah, wenn ich sage, ihr gebt im Training alles, dann sagen die mir auch, ja, was ist mit dir los? Wie geht's dir eigentlich, Jermaine Player? Ist froh, dass sie ihn nicht vergessen haben. Ich brauche nicht einfach das Gefühl, ein wichtiger Teil des Teams zu sein. Ja, das hast du auch nicht jetzt. Last Heal. Shuto. Das ist auch das Positive daran, dass ich jetzt hier mich selbst nicht als Spielertrainer gemacht habe. Ich kann dem jetzt natürlich auch sagen hier, was er gut und was er schlecht macht. Das war als Spielertrainer natürlich nicht möglich. Da hat man immer so ein bisschen das Problem gehabt, sich selber nicht motivieren zu können. Klingt irgendwie blöd, aber es ist halt so. Man kann selber am wenigsten Motivation abgreifen. Selbst wenn man die anderen immer alle motiviert, ist man trotzdem selber nicht motivierter dadurch. Deswegen passt das also für alle die, die das Projekt schon vorher mal verfolgt haben, bevor ich hier mit der Geschichte angefangen habe. So, ein bisschen Golf spielen gehen und dann gucken wir mal, was hier noch vorm Spiel so reintrudelt für eine Nachricht. Eigentlich habe ich auch gesagt, hier der Mediendruck soll relativ hoch sein. So, von der Vorbereitung her, wie sieht's aus? Wir haben zwei Niederlagen gehabt, aber zuletzt hatten wir dann eigentlich nur noch drei Siege. Und der beste Torschütze war derzeit Ole Rotenbach, also Diego. Die beste Vorbereitung hatte Mainz, Wolfsburg. Ja, Wolfsburg wird wahrscheinlich hier sehr, sehr stark sein. Also allein das 11-1 zeigt mir schon mal, dass Wolfsburg hier gut angekommen ist. So, positive Bilanz Dortmund von den Transfers. Negativste Bilanz ist Bayern. Xavi Martinez, Mario Götze und Thiago sind hier als Transfers geführt. Dann haben wir den besten, das ist Franck Ribéry mit 85, das ist aber relativ schlecht. Der jüngste Leon Raphael, ja, der spielt bei uns. Der älteste ist Palop mit 38, fast 39 Jahren. Höchster Marktwert Mario Götze. Meiste Spiele Levan Kubiashvili, oh, den gibt's noch. Meiste Tore Claudio Pizarro, 160. Niedrigster Marktwert Augsburg. Okay, sind wir also nicht dabei. Und die jüngsten, ja, da gehören wir hin. 16,9 Jahre alt. Die schlechtesten Augsburg, die besten Bayern, die ältesten Mainz und der höchste Marktwert natürlich Bayern. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sehen und wir werden natürlich erst einmal nach Stärke einsortieren und dann gucken wir mal, wo wir uns selber hinsetzen. Ich will uns nämlich nicht auf dem Abstiegsplatz sehen. Hoffentlich geht Hertha da rein. Dann würde ich auf jeden Fall Wolfsburg ein bisschen stärker einschätzen. Und ich glaube auch Gladbach wird es ein bisschen weiter nach vorne schaffen. Hamburg hier vielleicht gegen die getauscht und die gegen Werder Bremen. Ja, so in etwa könnte es vielleicht laufen. Werden wir mal sehen. Ich habe jetzt nicht alle Mannschaften durchgemacht, aber das würde doch ein bisschen zu lange dauern. Und dann gucken wir mal. Neue Idee für Fanartikel, das hatten wir glaube ich schon. 42 Siege gegen Gladbach hat Bayern schon eingefahren. Gut, wir haben jetzt noch keine Statistiken, aber das wird auch immer schön, immer hier zu sehen, wie wir gegen die einzelnen Mannschaften bisher gespielt haben. Das ist einfach was, was ich top finde an dem Manager. Diese ganzen Statistiken, ich habe es ja schon oft erwähnt, ich bin Fan von dem Ganzen. Der erste Spieltag steht vor der Tür. Gut, ich hoffe, dass ich für diese kleinen Sequenzen hier nicht irgendwelche Copyright-Probleme bekomme, denn da gibt es manchmal echt die kuriosesten Sachen. Wenn du hier so eine Millisekunde von so einem Zeug zeigst, wird das hier mal gleich gestrikt oder sonst sowas. Oh, unsere Innenverteidiger haben ja ein bisschen zugelegt. Wir haben generell alle mal ein bisschen zugelegt. Vielleicht können wir jetzt hier wieder was sagen. Nee, noch nicht. Aber an sich sind es doch die Spieler geblieben, die ich jetzt drauf hatte. Liam Bohnen ist der Einzige, wo ich sage, der ist jetzt nicht so unbedingt frisch, dass er hier durchspielen kann. Aber wir haben mit Michael Müller, glaube ich, einen guten Ersatzspieler dabei, der dann einspringen wird. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal schnell rein, dass wir ein bisschen golfen gehen. Und was ist hier noch los? Scout. Ja, die Scouts haben nichts zu tun. Im Endeffekt brauchen die Scouts auch nichts zu tun. Wir könnten nochmal unsere ganzen Mitarbeiter hier auf den Lehrgang schicken. Das wäre doch mal noch was. Achso, das war bei. Wo war das? Mitarbeiter, da sind sie. Alle auf den Lehrgang geschickt. Ganz klar. Und dann gucken wir mal, dass wir hier unseren Masseur ein bisschen erhöhen. Der ist nämlich nicht allzu gut. Mitarbeiterinfo, können wir da noch irgendwas machen? Er ja, ist schon bei 100%. Schade. Ich würde ihn ganz gerne hier verbessern oder mir einen anderen Masseur holen. Wollen wir mal gucken, dass wir hier einen besseren Masseur bekommen. Dadurch kriegen wir nämlich dann, während wir Pause haben, die Leute ein bisschen besser aufgepäppelt.
Nehmen wir mal 4 Talent und bis zu 95 Stärke. Sobald man 90 hat, ist man, glaube ich, auf dem Maximum dessen, was man massieren kann. Ah, ihre Bürogebäude. Okay, als nächstes werden wir also die Bürogebäude ausbauen. Gut, 3D-Spiel. Jetzt geht los gegen Werder Bremen und wir haben ja 34 Stärke weniger, ist also alles drin. Gut, da kriegen wir nochmal einen Tipp. Denken Sie an die Laufwege, gerade nach Positionsverschiebung im Kreismenü. Lassen Sie sich direkt einstellen. Fortuna Düsseldorf hat seit 2 Spielen nicht mehr gewonnen. Das ist ja super, dass sie hier irgendwelche aktuellen Serien zeigt. Ich dachte, jetzt kommt was zu der Mannschaft, die wir jetzt hier vor uns haben. Duisburg hat seit 6 Spielen nicht mehr, was weiß ich. Geht ein bisschen schnell wieder für mich. Eintracht Norderstedt, was sind da alles für Vereine hier? Ist mir doch vollkommen Bums, was die hier treiben in irgendwelcher Regionalliga. Könnten mir wenigstens mal Bundesliga-Vereine zeigen. Aue hat in der zweiten Halbzeit in der Liga noch kein Tor erzielt. Ja, wir haben noch gar kein Spiel gemacht. Haben die schon ein Spiel gehabt? Ansonsten wäre die Statistik sowas von hinfällig. Wacker Burghausen hat seit 6 Spielen in der ersten Halbzeit ohne Torerfolg. Okay. Ist auch immer toll, wie ich das lese. Ju, die Ausstellung. Natürlich hier nenne ich nur unsere. Liam Bohnen, Schuto, Schrader, Naiko, Mario, Lars Thiel, Marcel Ittermann und Jorre. Beim Gegner haben wir Militz, Guardiola, Prödel, Lukimia, Fritz, Ekici, Makiali, Junusovic, Elia, Petersen und Behrens. Behrens, ja, der sagt mir erstmal nichts. So, wir haben es hier wieder auf langsam anscheinend. Wenn wir das mal wieder auf die 2 setzen. Und dann schauen wir mal rein. Da gibt's gleich die Flanke. Torwart ist da, wo er hingehört. Probst auf Schrader. Schrader hier der lange Ball. Auf Jorre, der ist komplett frei. Was machst denn du, Jorre? Da knallt er den Ball zurück. Was war denn da los? Dann kannst du mal ganz gerne aufs Tor schießen. Da habe ich nichts gegen. Vielleicht lag es am Laufweg. Und Jorre. Oh, abseits. Schade. Ich dachte gleich mal noch so ein Ding hier. Komplett frei da vorne und hau das Ding da hinten hin. Langer Ball, nochmal abseits. Maxim schießt das 1:0 bei Stuttgart gegen Mainz. In der 11. Minute. Foul. Und weg mit dem Ei. Jo, gut gemacht. Jorre hier auf Marcel Ittermann und jetzt geht der Ball hier verloren. Nürnberg 1:0, Modeste gegen Nürnberg. Nürnberg gegen Nürnberg, Hoffenheim gegen Nürnberg. So, Probst hat's versucht, aber ging nicht. Liam Bohn mit dem langen Ball auf Jorre. Lars Thiel und Marcel Ittermann wurde eigentlich gefoult. Wurde da nämlich in die Schere genommen. So, Thiel hier auf Mario. Mario, langer Ball. Das war nix. Mario wieder. Und beim zweiten Versuch, nee. Also der Jorre, der passt jetzt gerade gar nicht hier. Der hat bisher alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, leider. Ich weiß aber nicht, wen wir jetzt mitgenommen haben. Haben wir jetzt Kensun mit dabei oder haben wir unseren Goalgetter da dabei? Den Rotenbach. Ich glaube, den Rotenbach. Wenn wir den mal gleich draufsetzen. Ich glaube, der wird das besser machen hier als der Jorre. Wieder der Pass. Ittermann. Oh ja, nein, Mario. Schade. Geht da nicht zum Ball. Da hätte was draus werden können. So, jetzt Jorre. Langer Ball. Oh, wieder nicht angekommen. Ja, da hat auch ein paar Trainingseinheiten versäumt. Oh, Martin ja hier wieder ganz stark. So, das 2:0 Saliovic. Und Augsburg 1:1 Şahin von Dortmund. Jorre hier versucht's, aber der Ball ging nicht durch. Hannover 2:0 Panda. Lars Trier. Quatsch, Lars Thiel. Gut, also bisher hier relativ aufregungslos und ja, ziemlich verteilt eigentlich noch. Ballbesitz ist bei uns ein bisschen stärker vorhanden. Gucken wir mal, dass wir hier unsere Leute ein bisschen motiviert bekommen. So, macht es so, wie wir es im Training einstudiert haben. Den einzigen, den ich jetzt hier schon zur Halbzeit runternehmen werde, das ist hier vorne Jorre. Der hat nichts gebracht, finde ich. Marcel Ittermann, ja, ich sag mal so, der hat jetzt nicht großartig die Chance gehabt zu glänzen.
Und deswegen werde ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Kann sein, dass der auch nicht wirklich gut war, aber wie gesagt, wenn er die Pässe nicht kriegt, kann er nichts machen. So, Distanzschütze, das werden wir draußen lassen. Bei Standards nach vorne, das kannst du gerne behalten. Aber Distanzschütze lassen wir erstmal draußen. Denn es hat bisher nicht so viel gebracht. So, der Einsatz hat bisher eigentlich auch gestimmt von uns. Deswegen lassen wir den soweit auch drin. So, dann machen wir hier nochmal schnell ein bisschen was für unsere Mannschaft. Ja, den Liam Bohn werden wir auf jeden Fall auch noch runternehmen im während des Spiels. Und ansonsten werden wir schauen. So, wen werden wir hier aufpäppeln? Also auf jeden Fall den Ittermann. Den hier, den, den und den hier. Und das hat auch bei allen was gebracht. Also die sehen das wahrscheinlich ähnlich wie wir. So. Probst, der lange Ball auf Naiko. Naiko verliert ihn. Das war natürlich gar nichts. Wer mir hier gut auffällt, ist Mario. Der hat auf jeden Fall ziemlich viele Ballkontakte gehabt und hat auch meistens gute Pässe gebracht. So, Lars Thiel verliert den Ball da in der Mitte. So. Oh nein, das gibt's nicht. So, jetzt wieder nach vorne. Irgendwie enden hier die gesamten Angriffe von der einen und der anderen Seite. Immer in der Abwehr. Beziehungsweise im defensiven Mittelfeld. Da ist er drin. 1 zu 0. Lars Thiel haut das Ding rein. Als offensiver Mittelfeldspieler hier. Auch er kann's also. Oh nein. Ich dachte schon. Von wo macht er denn den Abstoß? War das Abseits oder wie? So, Schuto hier. Lars Thiel mit dem langen Ball. Und Diego steht frei und haut das Ding. Ah, verdammt. Hauen ihn aber auch drüber. Felix Groß kommt jetzt für Lukimia. Auch natürlich eine bekannte Größe. Felix Groß, der Bruder von Toni. Übrigens beide mal bei Rostock gespielt und vorher in Greifswald. Na, weg mit dem Ei. No! Oh mein Gott. Das ist aber auch hier spannend. Und der lange Ball hier auf Ittermann. Ittermann wird gefoult. Und ich würde sagen, wir bringen nochmal vorab hier einen Ersatzspieler für Liam Bohnen. Michael Müller kommt rein. Und 75. Minute. Ich hoffe mal, da geht jetzt noch durch der Wechsel. Wen bringen wir noch? Das ist die alles entscheidende Frage. Ja, Naiko anscheinend auch nicht ganz so stark. Ist Giualdo auf dem Flügel genauso stark? Nee. Auch nicht. Eieiei. Haben wir da keinen Ersatzspieler? Jermaine Player. Thiel. Habe ich den nicht so eingestellt? Sind die so uneingespielt auf der Position? Probst. Ja, Probst ist noch am besten auf der Position. Yusuf Aydin hat noch nie ein Spiel gemacht. Das ist das Problem daran. Dann lasse ich Naiko erst einmal drauf, würde ich sagen, weil das hat so jetzt hier nicht wirklich Sinn. Aber dass ich auf links gar keine Ersatzspieler habe, das ist natürlich ungünstig, ne? Also, das hätte ich ja früher sehen müssen. Dann nehmen wir hier Leon Raphael runter, rauf. Und dann geht's weiter. Ich hoffe mit einem Tor. Schade. Der Freistoßschütze geht da runter. Ich muss bei dem auch nochmal individuell einstellen, dass er bei Freistoß noch ein bisschen was übt, obwohl er da eigentlich schon ziemlich gut ist. Aber bisher noch nicht so wirklich erfolgreich gewesen. Vielleicht auch, dass ich das mal ein bisschen mehr trainiere mit dem. Also generell. Uiuiuiui. Nicht nur im persönlichen Training, sondern auch in dem anderen. So, aber es läuft eigentlich ganz gut bisher da hinten. Aber jetzt habe ich euch gelobt, ne? Ich dachte schon. Abseits, also das klappt auch. Auch wenn der Gegner das auch oft hinkriegt. Oh, der war richtig gut. Der war nämlich nicht im Abseits. Und da ist er drin. Das 2 zu 0 von Diego hier. Und damit sollte das Ding auf jeden Fall erst einmal abgesichert sein. Da können sie jetzt auch noch ein Tor machen, wenn sie wollen. Aber ich will es nicht beschreien. Oh ja, nochmal ein langer Ball. Kommt, Leute. Oh, warum gehst denn du ran? Ittermann. Mensch, Mario hätte ihn nehmen können. Schade. So, Schutowski hier raus auf Mario, Lars Thiel. Oh, das ist eine Passkombination. Das ist einfach göttlich. Diese kurzen Pässe, die sind momentan das Rezept, was uns hier gut tut. Frankfurt gewinnt mit 4 zu 0. Bayer Leverkusen gewinnt mit 4 zu 1. Bayern gewinnt mit 3 zu 0. Hannover mit 3 zu 1. Also wir sind schon mal Fünfter, Sechster sogar durch Hoffenheim. Was haben denn die für Ergebnisse hier gehabt? Hier gab es ja kein Spiel, was hier, ne? Also na gut, hier gab es ein paar, aber das ist ja mal ein Auftakt hier für die Liga. Der ist ja mal der Hammer, ja? Gucken uns mal gleich die
Tabelle nochmal an. Und natürlich auch nochmal die Statistiken zum Spiel. Generell ist zu sagen, negativ aufgefallen sind hier natürlich die beiden vorne. Wobei Ittermann, will ich eigentlich gar nicht so wirklich sagen, dass er so schlecht war. Aber Joche natürlich, das war nicht so wirklich doll. Und Diego hat das um einiges besser gemacht. Ganz klare Sache. Was ich hier nicht nachvollziehen kann. Ach doch, hier, Mario. Ich dachte, wir hatten 4,0. 2,5 ist in Ordnung. Hat er ja kein Tor gemacht, deswegen kriegt er hier nicht ganz so eine gute Note. Und Lars Thiel, durch das Tor kriegt er hier seine 1,5 und damit ist er bester Spieler des Spiels. Gehe ich soweit mit. Ansonsten, ja, das wollen wir jetzt nicht nochmal komplett durchgucken. Haben wir es jetzt auf Platz Nummer 7 geschafft. Ist aber auch toll, ne? Gab es überhaupt einen Unentschieden? Ein Unentschieden gab es nur an dem Spieltag. Meine Güte, ist aber auch wenig. Haben alle schon gespielt? Ja. Gut, Zuschauer hatten wir 37.798. Das ist eine gute Zahl für, ich glaube, 40.000 Kapazität. Das ist schon mal eine gute, ne, Einstimmung hier für die Saison. Chancen haben wir auch sehr gut verwertet hier. Beste Chancenverwertung der Liga. Das sieht schon mal gut aus. Und achso, ich wollte hier weiter Stimmen nochmal ganz schnell angucken. Wir sind gut drauf, weil wir die Mannschaft sehr was karibisch zusammengestellt haben. Steht das da wirklich? Karibisch? Okay. Ich hätte ja akribisch verstanden, aber karibisch? Wahrscheinlich ein Dreher hier oder so. Das sagte natürlich hier Schutoschlowski, der Präsident. Schon die erste Halbzeit war nicht gut. Nach dem Wechsel haben wir uns nicht entsprechend auf die Umstellung im System des Gegners eingestellt. Wir hatten ja keine Umstellung. Man konnte quasi auf das erste Gegentor warten. Es fehlte lediglich Entlastung in unserem Spiel. Außerdem haben wir die nötige Aggressivität in verschiedenen 1:1-Situationen vermissen lassen. Allerdings muss man auch sagen, dass sich einige Aktionen des Gegners im Grenzbereich bewegt haben. Wir haben nun in den nächsten Tagen die Aufgabe, uns auf unsere nächsten Gegner vorzubereiten, sagte hier Robin Dutt, der Trainer von Bremen. Und ansonsten können wir nochmal schnell bei besten Spielern nachgucken. Natürlich Lars Thiel jetzt hier vorne mit dabei und Diego ebenfalls bei den Top-Torjägern. Notenbester Spieler ebenfalls hier, Lars Thiel. Und ja, Schuto und Heimeroth noch dabei. Alles klar, auch ich darf mich hier mal dazu gesellen. Und ich würde sagen, wir kommen als nächstes hier ins Spiel gegen Dortmund, die anscheinend verloren haben. 11. Platz. Kriegen hier gleich mal was dazu. Und das werden wir noch nicht jetzt machen. Ich will mal ganz schnell pausieren, dass wir hier noch die Vorbereitung für die Woche schaffen. Ach, schade, ein Trainingstag ist schon vorbei. Das ist immer blöd. Und da würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.